Knapp 10% der Fläche Schwedens nehmen seine aus Seen und Flüssen bestehenden Gewässer ein. So beeindruckend Schwedens Seen auch sind, möchte ich mich aber heute mit den Flüssen Schwedens beschäftigen. Ich befinde mich nämlich hier inmitten von Südschweden. Neben Forellen, Eschen und anderen typischen Flussbewohnern soll es hier sogar Wälse in den Flüssen geben. Ich möchte herausfinden, was hier in diesen Flüssen auf meine Köder lauert. Nachdem ich am ersten Spot erfolglos eine Stunde lang meine Spinner, Wobbler und Gummifische durchs Wasser gezogen habe, habe ich mich dann aufgemacht zum nächsten Spot, der dann einige Überraschungen für mich übrig hatte. Erster Fang des Tages auf Spinner, ein Kleinbarsch. Auf Spinner ging wirklich nicht mehr so viel, deswegen habe ich mich hier dann nochmal entschieden zu wechseln und bin auf Kleingummifisch und Twister gegangen. Und schon nach dem zweiten Wurf hatte ich gleich einen Fisch drin. Twister. Dieser kleine Wels hier eingestiegen. Wahnsinn. Guckt euch das schöne Tier an. Richtig schöner Wels. Irgendwie auch echt süß. Ein zweiter kleiner Wels. Und Nummer 4. Nummer 3. Alle Gummis sind 3. Dritter Wels. Verrückt. Verrückte Sache. Wirklich toll, es ist mir gelungen, echt einen Waller ranzukriegen, beziehungsweise sogar drei. Und zwar habe ich dann nochmal den Köder gewechselt und auf einen kleinen Forellenblinker gewechselt und hatte dann nochmal die Hoffnung, vielleicht nochmal eine andere Art Fisch ranzubekommen. Und das sollte mir auch kurz vor Schluss noch gelingen.
schöne Arbeit. Richtig schön große Arbeit. Nice. Leute, das ist doch mal ein Aaland, hä? Richtig schönes Tier. Wunderbar. So, schöner Aaland. In der nächsten Folge, Leute, möchte ich ein richtiges Urmonster fangen. Und zwar geht es bei der nächsten Folge auf den See. Ich bin mit dem Boot unterwegs und versuche für euch einen Meterhecht zu fangen. Ob mir das gelingt oder nicht, das seht ihr beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Fangelfisch, Leute. Habt Spaß und Petri. Thank you.